So, Luca, wir beide wollten ja zusammen einen Tag hier in GTA verbringen. Hallo an der Stelle. Guten Tag. An alle Leute, die... willst du das hier kurz sehen? Das ist mein Volleyballnetz. Steig mal bitte auf, Luca. Wir gehen jetzt erstmal zum Friseur. Wir beide... Okay, weil du es bist. Wir gehen jetzt erstmal zum Friseur. Nein. Oh. Nein. Nein. Steig auf. Wir gehen jetzt erstmal zum Friseur. Wir gehen jetzt erstmal zum Friseur. Ich bin raus. Ja, okay, ich spiel doch noch weiter. Ausnahmsweise. Ich hab grad jemanden ermordet. Ich hab mit deiner Mutter jemanden ermordet. Nein, falsch, komm. Komm bei mir mit rein, das ist mein Auto. Willst du es mal sehen? Ja. Luca, pass auf, ich habe heute Folgendes vor, ja? Steig mal jetzt bitte bei mir auf. Komm mal her. Ich möchte, dass wir uns jetzt beide einfinden und du steig auf. Ich kann da nicht aufsteigen. Ja, sag ich auch nicht. Hier in das Auto rein. Wohin denn sonst? Was denkst denn du? Ja, stimmt. Ja, also was auch sonst. Ja. Ja, gut. Das klappt schon. Ich würde gerne mit dir... Sehr gut, ich bin dann weg. Also ich würde gerne erstmal mit dir zum Friseur und dann gehen wir Klamotten kaufen, Luca. Und dann zeige ich dir meine Wohnung und dann gehen wir zwei ins Casino. Ich möchte jetzt ein bisschen GTA-Roleplay mit dir machen. Du musst jetzt einen Charakter überlegen, ja? Das kommt auf Twitch wahnsinnig gut an. Du musst jetzt einen Charakter überlegen, wie du heißen möchtest. Und dann können wir schon loslegen. Hier rechts übrigens das Vanity. Siehst du das, V? Ach, das ist hier. Krass. Überladen, ja. Ne? Mhm, genau. Genau, du bist doch Enrico, ne? Ich bin Enrico, Enrico, ja, genau. Gut, du bist Enrico und ich bin Peter. Wir beide sind zwei gescheiterte Sozialschmarotzer, die haben eine Versicherung betrogen. Mhm. Das ist die Storyline. Und wir möchten jetzt alles Geld im Casino ausgeben, möchten sie aber natürlich vorher noch schön kleiden, okay? Ja. Gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt los, ja? Ja. Okay. Gut, Enrico, kommst du dann gehen wir jetzt zum Friseur, oder? Ja, ich hab ganz viel Geld und würde gern zum Friseur. Ich hab auch ganz viel Geld und würde auch gern zum Friseur. Okay, so, komm, krass. Wir gehen uns einmal kurz die Haare schneiden, weil ich muss auch noch neue Klamotten alles haben. Ja, okay, gehen wir mal rein da. So, hallo. Einmal... Ach, einmal, krass, mit der... So, ja, warte. Ich möchte keine Gesichtsbemalung mehr haben. Ich fühle mich damit nicht mehr wohl. Ich habe damit abgeschlossen, ich bin jetzt erwachsen. Enrico, wie sieht es bei dir aus? Ich fühle mich ganz wohl, so wie ich aussehe. Du brauchst auf jeden Fall einen Friseurtermin, du brauchst die Haare geschnitten. Du musst auf jeden Fall die Haare geschnitten bekommen, Enrico. Ich brauch gar nichts. Enrico, du... Enrico. Ich bin so hübsch. Deine Haare müssen geschnitten. Jetzt habe ich gerade wieder Schminke gekauft, die ich gar nicht haben wollte. Gut, nehmen wir einfach das wollte ich eh haben. Du bist schon heiß. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss ganz kurz die Gesichtsbemalung doch wegmachen. Das stört mich. Ich warte mal draußen und hol mein Auto, okay? Ja, hol mal ruhig dein Auto. Ich mache mich hier ganz kurz fertig fürs... Wir gehen ins Casino heute, ne? Wir haben ja von der Sozialversicherung super viel Geld bekommen. Alter, und ich möchte zuerst möchte mich kurz richtig fertig machen dafür. Ja, wenn man ins Casino geht, braucht man ja tendenziell auch eine gut aussehende Karre. Genau. Genau. Genau, ja. Das ist richtig. Und da schaue ich mal, was ich uns hier eben auftreiben kann, weil ich habe vorhin Vanity geparkt. Stripclub, Shisha-Bar, auch Bock? Ja, Hammer. Shisha-Bar, ich liebe Shisha. Ja, Shisha ist geil, wegen Rauchen, ne? Ah, perfekt. Ja, ist mega krass. Wir fahren einmal nach, hier ist der beste Klamottenladen. Hier siehst du auf der Route jetzt, auf der Karte die Route da links jetzt einmal. Und jetzt hier rechts, hier vorne, Enrico. Hier rechts? Ja. Genau. Einmal sehr drehen, gut. Ja. Jetzt über die Frau drüber fahren. Ja, genau, richtig. Hier einmal kurz anhalten. Stopp, anhalten bitte. Okay. Wir gehen kurz hier drin was kaufen. Enrico, machst du ruhig, ja? Red mit uns! Machst du ruhig, ja? Du Penner, wir wissen, dass du Geld hast! Enrico, ich glaube, du bringst den um. Wir wissen, dass du Geld hast in deinem Bude drin! Okay, warte. Ja, so. Ah! Ja. Ey, hier sind Cops drin! Hier sind Enrico, ich hab dir gesagt, dass die Polizei sowas nicht gerne sieht, ne? Das hatten wir schon, das Thema. Peter, ich dachte, die wären ein bisschen. Enrico, bitte beruhig dich! Hey! Beruhig dich! Tut mir leid. So, dann fahren wir kurz shoppen, machen uns richtig schön, ja, holen uns ein richtig tolles Outfit und dann gehen wir zusammen ins Casino. Zuerst müssen wir noch ein Business-Meeting halten. Das ist ganz wichtig, um zu gucken, was wir mit dem ganzen Geld von der Sozialversicherung machen. Willst du mal meine Bude hier sehen? Das ist noch nicht fertig, das Haus. Nee, doch, das ist fertig, da wo ich hier gerade drauf stehe. Wie viel Geld hast du gerade? Ich habe exakt 0 Dollar. Nice. Gut, dann die Klamotten, die du anhast, sind ja eh schon super. Ja, die sind klasse fürs Casino. Dann gehe ich nämlich jetzt ganz kurz... Oh, jetzt sind hier ganz viele rote Ampeln. Ja. Eins, zwei, genau, die wollte ich eh beide weghaben. Das waren ja auch Leute, denen wir noch Geld schulden. Hast du Lust, dich hemmungslos zu besaufen, Enrico? Ich trinke nicht. Okay. Warte, ich habe hier Stress mit den Leuten, warte, ich muss kurz aussteigen. Okay. Hey. Peter! Hallo. Peter! Jetzt halt doch mal deine Fresse hier! Das ist sie. Gute! Ist gerade um die Ecke gekommen, die Frau hat ja nichts gemacht, also... Das ist gut für die, schuldet mir Geld. So, das hat sie davon. Die hat mir 2,50 Euro geschuldet. Also, Enrico, ich will jetzt auch wirklich keine Gewalt-Eskapaden die ganze Zeit, ne? Enrico, Vorsicht, das brennt jetzt.
Aber die... Enrico, aus dem Feuer raus. Aus dem Feuer raus, Enrico. Bruh. Ja. Gut, ich gehe dann schon mal zum Geschäft rüber und wir sehen uns dann da, ja? So. Ja, Peter, hier. Peter, warum steht deine Mutter hier vor der Tür? Das. Wie findest du mein Outfit? Peter. Enrico. Peter, was ist das? Das ist mein Outfit für das Casino. Das kostet 0 Euro. Das ist mein Outfit. Das ist ein Mann. Seine Mutter, oder nicht? Das ist ein... Möchtest du dir auch so ein Outfit anziehen? Die kosten 0 Nein, Euro. Nein, ich zeig dir jetzt, was ich haben möchte. Kommst 0 du mit? Euro, ja. Ich will das hier. Das ist eine Blume. Ich will die Blume. Die da. Du, Enrico, sei mir nicht böse. Krass, wie heiß ich bin. Ich guck nochmal ganz kurz nach Schuhen. So, ich habe meine Schuhe mal lieber ausgezogen. Also wir brauchen jetzt ja ein Outfit für ein... Casino-Abend, genau. Schön rein in die Bücher gehen wir ja. Richtig schön in die Umdrehungen rein. Schon ein gehobenes Outfit. Gehoben, genau. Hab's. Enrico ist perfekt. Ich würde gerne dein Gesicht wiedersehen, Enrico. Also wenn wir vielleicht... Nicht. Komm jetzt raus, wir gehen jetzt deiner Mutter Hallo sagen. Das ist, wie gesagt, nicht meine Mutter. Das ist irgendein Obdachloser, der hier vor der Tür steht. Hi. Enrico, das musst du nicht, ne? Das ist... Wir fahren jetzt nach Buxtehude rein. Enrico, wollen wir dann jetzt... Ich bin jetzt schon drin irgendwie. Der hat mich jetzt einfach reingeholt, der Mann. Kommst dann einfach nach, ja? Da vorne, hier ist die Bar. Ja, hier dabei, ist ein Auto. Sollen wir mal hier, pass auf, wir gehen mal ganz kurz hier vorne drehen einmal, oder? Ja, okay, können wir machen. Einmal drehen gehen wir. Ich muss erstmal hier Tokens kaufen, warte mal. Hallo? Ich hätte gern Jetons und ich nehme direkt... Ja, 200, ne? 200 Jetons für 200 Dollar. Lass uns erstmal hier in die Slotmaschinen gehen, Alter. Komm. Ja. Fame oder Shame? Und los. Und spielen. Kobold. Ich gehe hier auf 5er Umdrehungen, gehe ich hier rein. 5er Umdrehungen bin ich hier drin. Mit 5er Umdrehungen. Und nochmal, noch einmal. Komm, noch einmal. Wir erhöhen. Wir gehen hoch. Bitte, Alge. Schon wieder nichts. Wieder nichts. Ich hab schon wieder nichts. Ich hab 50 Jetons gewonnen. Was? Beenden. Ich bin durch. Was? Ich bin jetzt immer noch im Minus, aber ich hab was gewonnen. Ich muss dir gratulieren. Komm her, Peter. Komm her. Ich liebe dich, Enrico. Mann, das wird echt geiler Abend. Soll ich uns eine Champagnerflasche kaufen? Komm, wir gehen hier rein. Udo! Da ist er! Der Udo! Udo! Hammer! Udo! Nein, das ist Udo! Ach so, da steht niemand. Komm, einmal Pferde. Ich geh kurz pissen. Wo denn? Enrico? Das ist keine Toilette, das ist Gut, na komm. Ich mach eine Wette. Regeln, ist mir egal. Wette platzieren. Ich wette auf Lit as a Truck. Die Eins, die kommt! Ich hab auch Wetten platziert. Auf wen hast du? Ich hab auch eins. Alter, wir gewinnen. Nein, wir werden aufgeholt. Nein! Lauf! Du bist gut! Jetzt komm! Hab ich überhaupt auf die Eins? Natürlich aber die Eins kommt zurück! Lauf! Enrico! Das wird der große Win! Enrico! Ich gewinne, Enrico! Wir schauen jeder ein anderes Rennen. Enrico, ich hab 200 gemacht. Enrico, ich hab gewonnen. Oh, jetzt saufen wir, Enrico. Peter, ja, Peter. Ja. Wie viel hast du bisher gewonnen? Alter, 50 bin ich im Plus. Ich bin 0. Geil, Mann. Enrico, jetzt wird gesoffen, Alter. Wir gehen jetzt richtig saufen, danach gehen wir in den Pool. Wir saufen uns hier komplett krank, ja? Wir machen es komplett. Und später, wenn ich richtig besoffen bin, kaufe ich ein Apartment da oben. Hast du gehört, Enrico? Ja, Mann, mach das. Hier, Glücksrad, komm. Einmal Glücksrad. Schau zu. Alter. Schau zu, Digga. Schau. Enrico, dreh das Glücksrad. Ich dreh's. Dreh's rein! Komm, Enrico, komm! Was krieg ich? Komm, Junge! Enrico! Komm! 250.000 RP! Ich will das Rad drehen! Warte, Enrico, ich geh mal ganz kurz aus dem Casino raus, ja? Einmal nur. Einmal rein in die Bücher. Wie der Große. So, Enrico, du bist schon an der Bar, sehe ich. Enrico, ja? Hast du was getrunken? Ich, nein. Enrico? Ich bin... Enrico? Ich bin zusammengeklappt. Enrico, ich dreh einmal am Glücksrad einfach für dich, ja? Glücksrad! Glücksrad! Glücksrad, Glücksrad, Glücksrad und drehen. Komm schon. Ja. Closing. Gratis Klamotten. Ein Hinterlandschiffspullover. Toll. Gib her. Rein mit dem Suff. Enjoy. Enrico? Kommst du zu mir? Enrico, ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall. Entschuldigung, die Dame. Können Sie mir vielleicht... Oh. Alter. Oh. Peter, kommst du hoch? Ich bin... Peter, lebst du noch? Noch einmal spielen? Nein, hör auf, Jens. Was labert ihr? Das ist der beste Tag, den ich heute hatte. Bei mir auch. Der beste Tag, den ich heute hatte, ja. So, Enrico, ich bin da. Kommst du her, Peter? Ich warte auf dich.
für einen feuchtfröhlichen Pool. Peter, kommst du zu mir? Oh, komm rein. Enrico, ich hab hier gerade... Peter. Enrico. Peter. Ich bin die ganze Zeit... Peter. Bin drin. Drück E. Drück E. Will ich nicht. Mach. Setz dich zu mir, mein Lieber. Oh, Enrico. War das geil. War ein geiler Tag, oder? War hammergeil. Was hat dir am besten gefallen? Alter, soll ich es dir zeigen? Zeig mal. Oh. Du, Junge. Enrico, ich hab da reingepisst. Hä? Wohin? Dahin? Da. Oder dahin? Da auch. Da auch? Da. Setz dich. Soll ich uns einen Champagner bestellen? Hm? Nee, setz dich hier einfach hin. Komm, bist du da? Komm, ich will dir was zeigen. Setz dich hin. Ich komm, Enrico. Bin da. Setz dich hin. Sitze da, mein Lieber. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Das ist doch schön. Sehr schön, mein Lieber. Genauso stelle ich mir das vor. Schöner Tag mit dir gewesen, Peter. Enrico, wie setze ich mich hin? Ich hab's vergessen. Peter, ich stehe auf. Ich zeig's dir. Enrico, aus dem Feuer raus! Alter, man sieht deinen Schwanz so geil, Enrico, wirklich. Ist einfach nur toll. Ist krass, ne? Da muss ich direkt... Ich mach die Beine auf. Beine auf, sag ich. Warte, ich setz mich neben dich. Du bist echt... Du bist mein Freund. Enrico, das war einfach nur... Guck mal hier. Das alles gehört irgendwann uns, ja? Das alles? Alles, was das Licht berührt? Alles, was das Licht berührt und auch der andere Kram. Enrico. Peter. Ich muss dir was sagen. Ich sehe auch. Kann das nicht mehr. Ich auch nicht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das von dieser wunderschönen Aufnahme von GTA Online mit meinem Freund Enrico. Es war einfach nur wunderschön. Wenn ihr mehr davon sehen wollt... Peter! Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Peter. Wir haben auch bei Luca eine Folge gemacht. Peter! Feuerwerk! Peter! Everyone, Feuerwerk! Ich wollte mich nochmal für den wunderschönen Tag mit dir bedanken. Enrico, es war wirklich noch nie so schön. Spaß in meinem ganzen Leben. Bleib ganz still stehen jetzt. Enrico, bleib genau da. Peter. Hammer. In dem Sinne, meine Freunde, macht's gut. Perfekte Highlight für den. Ich würde sagen, das war ein richtig schönes Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, mehr in GTA Online. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.